Schöner Mittelblock von Topic und Tormann. Bringt die 3-Punkte-Führung für Schwerin. Und wir haben jetzt wieder ähnliche Anwandlungen wie bereits im ersten Satz. Ja, die Chronologie des ersten Satzes wiederholt sich hier. Also da war es auch 19-16. Und da auch wieder die Auszeit des Genter Trainers. Man sieht jetzt auf beiden Seiten, die Zuschauer sehen ja jetzt auch beide, einerseits die Genter, die Auszeit genommen haben, andererseits die Schweriner. Beide Trainer agieren momentan gleich. Kurze, klare Anweisung an die einzelnen Spielerinnen, damit sie das mitnehmen. Neues Spiel, keine emotionalen Ansprachen, wie wir sie vorher schon bei Alexandersen gesehen haben und Janine Völker jetzt erneut mit der Angabe. Pass von Julia Retzlaff eben. Und Gus mit dem Punkt durch den Schweriner Block durch. Kurze Variante. 19-17. Und es gibt noch einen Wechsel zur Angabe auf Genter Seite. Reichert kommt jetzt, um diese Angabe zu machen. 19-17. Und jetzt schauen wir nochmal. Kommunizieren die beiden Schiedsrichter. Und da war eine Schwerinerin dran. Ist das die Aussage des Schiedsrichters? Auf jeden Fall gibt es Punkt für Gent. 19-18. Ich konnte nicht ganz. Doch, ich glaube, da soll noch eine Spielerin dran gewesen sein. Und Retzlaff jetzt mit dem Ball ins Netz. Macht das Spiel hier spannend. 19-19. Ja, jetzt sind die Belgierinnen wieder dran. Zur Aufgabe hat sich jetzt gelohnt für die Damen aus Belgien. Ja, und da war Ture gerade ein bisschen böse mit Denise Hanke. Und jetzt gehen die Belgier hier kurz vor Ende des zweiten Satzes in Führung. 20-19. Und Ture nimmt erneut eine Auszeit. Jetzt wollen wir gucken, ob wir noch mal was reinhören können. Ja, die Arena, die steht und Ture stand eben auch, nämlich unter Strom. Und in erster Linie ging das in Richtung Denise Hanke. Und dann hieß es denn doch, Übersicht bewahren, benutzt eure Augen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und Mira Topic mit dem Ausgleich zum 20-20. Schön vom Block der Belgierinnen ausgegangen. Ausgleich 20-20. Aber ist der Block nicht rechtzeitig zusammen zwischen Herrn Hanke und Kaufeld und damit der Punkt für Gent erneut und Goos mit Angabe. Topic das Beste gerade draus gemacht und da hat die Kommunikation bei den Belgierinnen gefehlt. Und das ermöglicht Schwerin den Ausgleich, 21-21. Und Parale kommt zurück aufs Feld für Julia Retzlaff, die sehr unglücklich wirkte. Und Denise Hanke kann mit ihren gefährlichen Angaben vielleicht jetzt für den nötigen entscheidenden Schwung sorgen für Schwerin im zweiten Satz.
Vorfeld Gold richtig. Und der Ball von Topic im Block. Edens aus, 21-22. Wir sind in der entscheidenden Phase des zweiten Satzes. Van der Steene. Und der Ball war drin, entscheidend, die Schiedsrichter. 21-23. Alexandersen kann die Entscheidung nicht nachvollziehen. Hat das anders gesehen? Sei es drum, Angabe für Gent. Erfolgreicher Block gestellt. Und der Punkt für Gent gleichbedeutend mit dem Satzball. Les Valgener. Und Van der Steene jetzt mit der Angabe zum Satzgewinn. Und Kaufeld mit dem Punkt für Schwerin. Noch ist das Ding hier nicht durch. 22-24. Adler Robber kommt jetzt nochmal für Völke. Mira Topic. Nicht gut gespielt. Und der Punkt durch Maja Pachal. 23-24. Den zweiten Satz mal abgewählt. Und Auszeit genommen von Gent. Okay, Auszeit haben wir genutzt für kleine technische Änderungen, damit wir euch den auch komplett zeigen können, den Satz, und da ist er vorbei. 23-25 geht der zweite Satz an Gent und lässt einiges an Spannung aufkommen jetzt hier in der Arena. Ja, gute Laune bei den Belgierinnen. 1-1 nach Sätzen jetzt. Nach zwei Sätzen, der dritte Satz ist begonnen. Und der Beginn erstmalig mit einem Punkt für Schwerin durch Berit Kaufeld. Ja, im Gegensatz zu den ersten beiden Sätzen, diesmal der SSC mit 1-0 in Führung. Aber die belgischen Fans unter uns, die sind jetzt so ein bisschen wieder mehr aufgewacht. Und in die Sanke. Mit der ersten Aufgabe für Schwerin und der Punkt für Gent. 1-1. Van der Steen mit der Angabe. Und der ist im Aus. 1-2. Aus der Sicht der Gäste. Mira Topic mit der Angabe. Gut geholt von Denise Hanke. Da steht der Mittelblock nicht, aber der Ball immer aus. 3-1 für Schwerin. Ja.
Und 4-1, also Schwerin kommt hellwach in diesen dritten Satz. Und wollen jetzt hier ein klares Zeichen setzen, dass sie nicht gewillt sind, hier in einen Golden Set zu gehen. Ja, auf alle Fälle. Man sieht es jetzt auch an der Körpersprache, wie sie jetzt... Und profitieren natürlich auch von den Fehlern der Belgierin, die hier jetzt schon den dritten Ball in Folge ins Aus befördern. 5-1 für Schwerin. Ja, und jetzt auch gleich die Auszeit durch die Belgier. Und auch wenn die Auszeit jetzt wieder relativ ruhig ist, haben wir vorher gesehen, dass der Trainer von Gent doch aktiv an der Seitenlinie stand. Und nachdem sie den ersten Satz jetzt gewonnen haben gegen Schwerin, mit Hin- und Rückspiel zusammen, riecht er doch plötzlich hier die Chance, die Sensation zu landen in Schwerin. Möglich ist noch alles, wie gesagt. Ne? Es gibt, wie gesagt, sollte Gent dieses Spiel gewinnen heute Abend, den Golden Set. Dem entgegenzutreten, jetzt die Angabe von Mira Topic. Und der Punkt für Gent. Durch die Balkennähe. Und Kadri mit der Angabe. Ins Netz. Da ärgert sie sich. 6-2 für Schwerin. Berthoffel kommt für die Aufgabe beim SSC. Technischer Fehler auf Seiten von Gent. Übergegriffen. Ja, übergegriffen, sagt der Schiedsrichter an. Und deshalb 7-2 für Schwerin. Und es ist erneut Kaufeld, die aufschlägt. Ja, variabler Aufschlag von Kaufeld und gut geholt jetzt von Mira Topic. Und der Punkt durch die Balkennähe. Aber trotz alledem sieht man daran, wie wichtig Mira Topic nicht nur im Angriff, sondern vor allen Dingen in der Defensive für die Schweriner ist. Ja, auf alle Fälle. Also, die ist allgemein wichtig für das Schweriner Spiel. Das Adler Robber haben mit dem Punkt. Und technische Auszeit. Die erste jetzt beim Stand von 8-3 für Schwerin. Das ist schon eine ganz andere Hausmarke wie noch in den ersten beiden Sätzen. Ja, auf alle Fälle. Also, wenn wir uns da noch erinnern. Da lagen sie zur ersten technischen Auszeit immer zurück und jetzt haben sie 5 Punkte vor, glaube ich. 8-3, ja, kann das sein? Ja, 8-3 steht richtig. Wir haben vorhin die Auszeit gehabt beim Stand von 8-4, allerdings.